Und damit willkommen zurück. Wir machen gleich weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Phase beenden. Lief ja jetzt nicht so super die Phase. Das gebe ich auf. Hier verbarrikadiere ich mich noch ein bisschen. Ja, der wird hier angreifen wollen. Ob ich das verteidigen kann? Ich versuch's, ich weiß es nicht. So, hier gehen wir schön oben rum. Die schicken wir nach Möglichkeit alle raus. Und er bleibt halt drin, der Saruman, ne? Mir geht nicht. Ja, hier hätte ich nicht kämpfen können. Das kann ich gewinnen. Das kann ich gewinnen. Das habe ich gewonnen. Hier hat er nicht angegriffen. Sehr interessant. Und das kann man auch ganz gut verteidigen. Dann macht man doch. Ja, das ist gut machbar. Das ist sehr gut machbar. Passt schon. Passt, passt, passt. Immer schön weiter hier den Ringkrieg voran drücken. So. Dann den. Meine Diener. Arbeiter! Ja. Schiebt den Karren! Wir haben viel zu tun! Arbeitet an eurer Einstellung! Haltet euer Werkzeug bereit! Hier gibt es nichts, immer wird uns aufhalten. So, die Helden zuerst. Eine neue Macht erhebt sich. Unsere Zeit ist gekommen. Wir greifen an! Bald! Nicht zurückfallen! Eine neue Macht. So, die machen das. Ich meine, das ist jetzt nur ein Gegner. Ich bin hier ganz gut aufgestellt. Der Sultan ist schon. Ich habe Doppelzwang. Also theoretisch kann ich hier kaum verlieren. Es ist machbar, aber schwierig. Der Sieg ist nah. Wir haben viel zu tun. Niemand kann uns trotzen. Da sind sie. Gehen wir. Diese Gebäude gehören dem Feind. Ja. Die Waage sind gefährlich. Waage interessieren mich nicht. Werft sie nieder. Kommt zu mir. So, bevor der abhaut, gleich mal ein Feuerball. RIP. Das Gebäude ist hart, das euch befohlen wird. Das neue Gebäude ist hart. So, heute jetzt mal ganz, ganz früh. Codewort Totenwache. Fällt mir geradewegs RIP so ein. Instant weg. Boom. So, der hat jetzt den Rohstoffraub. Das schauen wir mal, wie viele Rohstoffe wir da bekommen. Knapp 1000. Nicht schlecht. Das ist halt das Schöne, wenn man so einen Helden hat, der einem Rohstoffe gibt, für ein Volk, wo Rohstoffe so wichtig sind. Und bei Isengard sind Rohstoffe super wichtig, weil alles echt teuer ist. Dann ist so ein Held gelevelt Bombe. Man kriegt halt sofort genau das, was man braucht. Und das ist schon richtig, richtig nett. So, da kann man hier nochmal einen Feuerball machen. Bumm, Gebäude ist fertig. Ja, das ist alles kein Problem. So, und dann wollen wir doch mal sehen. Also die können hier gerne gegen das Tor klopfen. Stört mich. Ah, da haben sie noch was. Okay. Ihr wisst, was zu tun ist. Niemand kann uns trotzen. Ja. Eigentlich sollte er aufgeben, weil das kann er schon fast nicht mehr gewinnen. Ja, den hole ich mir auch. Fertig. Also das war klar, dass das so laufen würde. Was anderes hätte mich jetzt auch sehr gewundert. So. 36:00 ist doch auch ganz schön. So. Dann gehen wir jetzt hier rein. Ohne Umschweife direkt. Boom. Müssen wir mal was nachschauen. Ich weiß, das ist immer ein bisschen blöd, aber es hilft jetzt nichts.
So, ob ich das jetzt verteidigen kann, das wird spannend. Das kann ich nämlich gar nicht abschätzen. So, dann. Ob das so klug ist. So vielleicht. Könnte funktionieren. Ja, und die Waage sollte zwar jetzt auch alle umbringen. So. Hammer's? Gut. So, dann schön hier. Urukai. Hier kurz zurückziehen. Ich will halt sicher sein, dass ich hier gut aufgestellt bin. So. Ja, das läuft. Ja, genau deswegen. Ich dachte mir schon, dass die so einen Mist planen und da von der Seite oder irgendwie von hinten reinrennen wollen. Kennt man ja nicht anders vom Gegner. Aber nicht mit mir. So. Die Wölfe könnten zu einem Problem werden. Aber da gucken wir jetzt mal. So. Jo, bauen wir sie nochmal aus. Ich habe ja das Geld jetzt, ne? Ich muss ja jetzt nur gucken, dass ich bald hier die Dunländer ausbilden kann. Sonst habe ich ein Problem. Weil ich kann das hier schlecht halten, das Zeug. Halt, warte. So, der hält die auf. Eigentlich sollte Zedaya auf die drauf schießen. So. Das müsste passen. Ah, schön. Dann machen wir das doch mal so. Ah, da ist ein Held dabei. Okay. So, der macht hier ordentlich Rabatt. Hilft nix. Du darfst wüten. Ja, das hilft halt nichts. Ne? Aber ist schon in Ordnung. Hm. Wird schon werden. Das passt. Ich bin schon noch aus, ne? Ja. Gut. So, wenn die mal ausgebildet werden würden. Könnte ich da auch mal was machen. Ja gut, das passt. Das ist nervig. Oh Gott. Ja. Nie Rohstoffe.
Na komm, das Sägewerk dauert ein bisschen. So, jetzt lass mich nur noch mal kurz gucken. Passt alles? Ja, wäre nämlich traurig, wenn nicht. Okay, oh oh, das ist böse. Müssten nicht hier bald mal diese Dinger fertig werden? Irgendwie. Yay! Verteidigt! Woo! Wie auch immer das passiert ist. Aber die Strategie ist aufgegangen. Sehr gut. So. Wo muss ich noch hin? Die braunen Lande. Ja gut, das geht. Kurzer Safety Save, Save. Speichern, Sicherheitsabspeicherung. Passt. Okay, los geht's. Ja, ist doch relativ anspruchsvoll. Dieses Spiel. Ich habe jetzt mal ein paar Turniere angeschaut. Alte Turniere, 1-2 Jahre alt. Auf YouTube, die ich halt gefunden habe. War aber ganz interessant. Also wie die spielen, ja, die Leute dort, sehr interessant. Wirklich sehr interessant. So, natürlich weiß ich mal wieder nicht, wo mein Gegner ist. Deswegen gucken wir da jetzt einfach mal. Vielleicht finde ich ihn ja. Und wenn nicht, dann halt nicht. Das Tolle ist, die Orks, die ich hier töte, geben mir auch schon Geld. Das ist sehr toll. Das ist wirklich praktisch. Gegen wen kämpfen und überhaupt habe ich gar nicht geschaut. Oh, Ritz. Ihr wisst, was Sie müssen sterben! Zerstört es! Mehr Bolzen! Schnell! Lasst keinen am Leben! Okay. Saruman wird erfreut sein. Beeilt euch! Schnell. Level 7, sehr schön. Lasst es Bolzen hageln! Ruhe! Okay. Gibt es immer Arbeit? Sind Sie das? Ist das der Feind? Lass keinen am Leben. Heute. Ich sehe keinen Feind. Bitte keine Fehlinformationen durch die, durch hier, ne, mir geben. Aha. Na gut, dann sind sie doch. Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht. Ich habe mich jetzt extra so aufgeteilt, aber irgendwie sind sie trotzdem durchgekommen. Naja, gut, das sind die Gegner. Das ist so ein Ork-Hort, das ist jetzt so tragisch. Und tschüss, Schmelzofen. Nervig, sehr nervig. Na? Wo sind die Spinnen? Ja, das müssten wir jetzt aber auch bald erledigt haben hier. Aha. Doch dort. So, ein bisschen Geld habe ich ja noch.
Das Gebäude ist fertig. Ich weiß, ich weiß. Türmchen, ja, der hat aber einiges aufgebaut. Na, wow. Gut, wenn der Bonus Baumeister hat, könnte es natürlich auch sein. Ne? Das gab schön Geld. Also ich würde mal sagen, Lurz ist definitiv einer der wichtigsten Helden für Isengard. Ich meine, Saruman ist schon ganz gut, aber Lurz ist unglaublich wichtig. Wenn jetzt sogar der wichtigste. Würde ich jetzt persönlich mal sagen, doch. Das Gebäude ist fertig. Mach, was euch befohlen wird. Mach dich nützlich. Schluss mit dem Gequatsche. Das neue Gebäude ist fertig. Nach mehr Kraft kommt auf den Boden. Beeil euch. Ruhe. Sind bereit. Ich mach ein Bolzen einlegen. Kern. Aufwachs. Der Feind reicht uns an. Erwägung. So, hier bauen wir weiter. So. Hier das. Da das. Was auch immer die Balliste auf diesem Weg macht. Keine Ahnung. Macht aber nichts. So. Wo kann ich hier noch Schmelzöfel bauen? Nirgends. Na. Wo ist denn die Balliste? Die haben sie zerberstet. Schade. So, die rennen mal dahin. Dann dahin, dann dahin, dann dahin. Wir dürfen einmal so außen rum. So. Und das schaut auch ganz gut aus. So, ich kann nur noch gezüchtete Irre ausbilden. Was geht denn hier eigentlich ab? Wow, jetzt habe ich die Fähigkeit voll nutzlos aktiviert. Ja, ist egal. So. Ich glaube, ich weiß jetzt nur, wonach das riecht. Irgendwer backt hier im Kuchen. Mann, riecht das gut. Kuchen. Frischer Kuchen. Haben wir schon ein Codewort für die Episode? Ich bin mir nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Ich sag jetzt mal keins, nachher mal wieder zwei, das ist dann auch doof. Ihr merkt es schon, meine Konzentration ist am Nullpunkt. Denn, wenn man seit 1,5 bis 2 Monaten nonstop am Lernen ist und danach dann noch konzentriert zocken soll, das geht einfach nicht. Wo sind denn diese Todesengel-Dingsbumsies? Ah, hier sind sie ja. Ja, die tanken aber ganz gut. Sind ganz gut, gefällt mir. Ja, überlass das Gebiet lieber mir, hätte ich jetzt auch gesagt. Die Todesengel, glaube ich, kann ich nicht mitnehmen. Na, ihr gebt gar keine Befehle, Lurz ist nämlich noch da. Und Lurz gibt die Befehle, ne? Lurz ist der Typ, der die Befehle gibt.
Denn er sagt immer, ihr macht, was ich sage. Ah! Und genauso läuft das dann auch. So, ich mache jetzt allerdings hier erstmal eine kurze Pause. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Sieht ja gar nicht so schlimm für uns aus. Geht. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.